Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, bei Atlas, wie man einen Tiger zähmen kann. Das ist ziemlich creepy, weil der hat richtig viel Kraft, der macht euch wirklich schnell kaputt. Was ihr dafür braucht, sind Bolas und Prime Meat. Das ist dieses Fleisch hier, das ich gerade mal zeige, das bekommt man, wenn man irgendwie Kühe oder Bullen oder andere Tiere tötet. Natürlich müssen ein bisschen stärkere Tiere sein, sonst geben die kein Raw Meat oder besser gesagt Prime Meat, glaube ich. Was ihr jetzt machen müsst, ist den Löwen oder den Tiger so viel runterzuhauen, dass wenn man mit der Bola draufzieht, dass so eine grüne Schrift kommt. Jetzt müsst ihr den nur noch treffen. Am besten macht ihr es wie ich, ihr sperrt den ein und wartet oben, bis er gefangen ist. Und wenn er gefangen ist, könnt ihr ganz einfach zu ihm runtergehen, geduckt hingehen und dann ganz nah gehen und dieses Prime Meat zum Futtern geben. Wo ihr das Prime Meat hintun müsst, ist ja natürlich klar, unten rechts, wie bei allen Tieren. Wenn man den genug gefüttert hat, nach dreimal wacht er auf. Also ihr müsst wirklich aufpassen. Ihr gebt ihm das Futter beim dritten Mal. Geht so schnell wie möglich da raus, weil der wacht innerhalb irgendwie 5 Sekunden oder so auf. Da müsst ihr richtig aufpassen. Das heißt, zweimal füttern und beim dritten Mal müsst ihr rausgehen da. Und die ganze Geschichte fängt jetzt wieder von vorne an. Ihr müsst ihn wieder so runterhauen, dass er fast am Sterben ist. Und wenn er fast am Sterben ist, könnt ihr wieder diese Bola anwerfen. Wie ihr gesehen habt, wenn er nicht genug Schaden hat, dann kommt so eine rote Schrift. Und wenn er genug Schaden hat, dann kommt eine grüne Schrift. Jetzt müsst ihr das einfach 2-3 Mal machen. Ich habe es 3 Mal gemacht, also den ohnmächtig geschlagen und die Bola angeworfen. Nach dem 3. Mal hatte ich ihn. Und was ihr jetzt noch machen könnt, ist ein Tier-3-Sattel ausrüsten. Den macht man ja in der Tannery. Und dann seid ihr schon bereit, mit eurem neuen Lieblingstier zu reiten. Ich finde das wirklich krass, dieses Vieh, weil es ist stark und schnell. Und ja Leute, wenn euch das kleine Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye.